Moin, es geht weiter. Und wir spielen jetzt 2 Runden lang und Shark nicht mehr Bing zu sein. Das ist nicht schön. Und danke nochmal Ja. für die 4 Dito-Flaggen. Nur 4? Glaube ich. Den normalerweise, oder nicht? Ja, glaube ich, 4 kriegst du, glaube ich. Meine Güte, ey. Guck mal, und jetzt spielen die ganzen Flugzeugträger. Ich sollte doch wieder die Nee, Texas spielen. oh, diesmal wieder. Wieder eine. Zweimal ab, Kongos. Nett. T22. Aber irgendwie kommt so kein Schaden um ihn rum. Ja, weiß ich nicht. Die ersten 2 Runden mit der Texas liefen gut vom Schaden her. Bei mir wirst du Aber gar nicht pink eigentlich angezeigt, noch nicht mal. also ich bin pink. Das Kannst du wird. mir ruhig glauben. Ja, ich bei mir Statistik nicht angezeigt. Was weiß ich warum. Ach, jetzt sehe ich. Da, guck mal, guck mal, guck mal, da ist ein pinker Shark. Warte mal, warte mal. Ich mache jetzt mal Foto. Bäm. Wo willst du lang fahren? Ich fahre jetzt zu B. B, okay, ich gebe dir Support. Unsere T22 fährt zu A, okay. Warte, will ich nach A? Na gut, dann fahre ich auch zu B, aber andersrum. Ich wollte eigentlich links um die Insel fahren. Ein Bock da. Nee, warte mal. Nee, ich versuch das. Hau den Motorboost rein. Ich gebe mal Und Support. Also mal fahr die B rum. beiden Kongos, die sind relativ weich auf für Brustfrontal. Aber Jusaris, ey, du kannst Brust echt keine Breitseite zeigen. Du bist sowas im Fokusfeuer, das ist ja unnormal. Das Ding ist echt anfällig für Metall-E-Treffer. Das ist ja echt unnormal. Ja, aber die Geschütze sind halt einfach Ja, die. zu heftig. Ja, aber die machen bei Kreuzer sehr stark auch Overpens auch. Deswegen. Ja gut, dafür hauen sie Schlachtschiffen dauernd irgendwie 20 km/h Ja. rein. Aber was ein bisschen wundert, wo so viel Oktoberrevolution gespielt wird, dass die Dinger sind ja auch relativ sehr weich eigentlich. Ach, jetzt mir noch eine Kongo. Ja, Kongo finde ich so, ist nicht kein schlechter. Er hat Panzerung, aber das ist so ein RNG-Faktor bei diesem Schiff. Okay, die fahren nach C, das ist schon mal gut. Also, ich würde sagen, was nicht schlecht ist, der ist relativ flott unterwegs. Das Nachteil, wenn du gerade nicht aufpasst, bist du schon gleich in der ersten Front. Ich glaube, der hat Funkordnung drinne, weil er in die Richtung Tops abgesetzt hat. Nee, Eieieiei. glaube ich nicht. Ich taube auch gerne mal irgendwo raus. Ja, sag mal, die Kleinwurst habe ich auch mal auf blind Boah, was getroffen. ist das denn hier? Glück gehabt. Das muss der UKDD gewesen sein. Nee, T22? Lol. Der UKDD ist auf der anderen Seite. Ich bin offen. Unsere Republik hat gerade. Nicht Republik, Revolution hat der komplette Salvenberg reingeschossen. Und ich bin jetzt unsichtbar. Und wo sind die Gegner? Mir ist schon aufgefallen, ich fahre diesen Schuizares sehr, ziemlich sehr aggressiv. Da ist der Königsberg. Warum Frage, will wer hat hier Hydro? Königsberg schon Hydro? wir. T22. Nee, T22 hat noch keine Hydro, das sind 5. Und der Baum kriegt erst ab dem 6er Ich meine, mit Hydro. großen Rumpf schon. Nee. Bäm, zieht der Erst ab der Gate. Gate? Ich meine ab T22. Nee. Nee, der 5er? Ich glaube, der 5er hat noch kein Hydro. Nee, hat er auch noch nicht.
Aber die Königsberg. Die Königsberg müsste Hydro haben. Ja, aber ich glaube sehr geringe. Ach nee, die wurden, ich weiß nicht, die jetzt geändert mindestens wurden. 5 Kilometer scheinbar, weil ich war eben offen. Ja, das kann wirklich möglich sein. Weil, oder die Acasta vielleicht schon? Nee. Boah, nee, ich meine, das ist ab 6. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe das Schiff bei mir im Hafen drin stehen. Die machen genau wie wir, die machen die gleichen Scheiße, was wie wir die erste Runde gemacht haben. Einmal komplett um die Insel gefahren. Ja, eigentlich müssen wir nicht angreifen. Wir müssen eigentlich passiv spielen jetzt, weil wir jetzt zwei Caps haben. Wir müssen aber unseren Cap verteidigen hier. Ja, deswegen. Wir müssen vor allen Dingen auf den B-Cap aufpassen. Ich glaube, den C-Cap kriegen die nicht so einfach, den A-Cap. Aber den auf dem B-Cap müssen wir aufpassen. Okay, das mal gucken. Oh Gott, T22 von mir. Jetzt genau, wo da auch die Blühtypen sind. Pff, ja, die hauen auch die gleiche Ecke da. Schaden rein. Und dann fresse ich jedes Mal Ziele, denn warum habe ich da keine Ziele reingedrückt? Bin ich zu nah? Eieieiei. Oh. 4-1? Nicht schlecht. Kriegen wir die T20 down? Keine Ahnung. Shit! Also im Moment ist sie erstmal zu. Das ist ziemlich sehr schlecht. Aber ich kann auch nicht da rein drinnen bleiben. Ich bin einfach nicht der Richtige dafür. Das hätte eigentlich da unsere T20. Ich habe da gesehen, da hat einer Yamamoto-Kapitän. Hab ich genau gesehen. Eins von der Abkongos hat den Yamamoto drauf. Und ich sehe wieder nichts. Jupp, alles klar. Jupp, alles klar. Oh, wieso? T22 ist noch voll. Ich frage mich gerade, warum unser Dings gestorben ist. Unsere Oktoberrevolution. Mir ist mir gerade wie ist der gestorben. Ach shit, ich bin so nah an Blümberg. Unser Königsberg hat gerade unseren DD gerade getorbt. Jawohl, T22 down, das ist schön. Shit. Die ab Kongo. Der hat ja nein, erstmal die Akasta. Hier auch. Aber ey, das Problem ist, ich komme nicht dran. Jawohl, schön. Dafür ist unsere T22 auch drauf gegangen. Boah, das sind fast 10k frontal, das ist schön. Du, vor mir sind jetzt zwei Abkongos jetzt vor mir in der Fresse. Ja, nur noch rückwärts fahren. Shit! Wir sind jetzt zu nah. Komm ich nicht mehr dran. Du bleibst ja im Rückwärtsgang. Ja, ich bleib im Rückwärtsgang. Ja, die beiden Abkongo sind jetzt die beiden hinter den Inseln, komme ich nicht mehr dran.
Aber wie, worum ist unser Dings gemacht hat? Unser netten Königsberg getoppt hat. Ach du Scheiße, ist zu schwer. Es kommt auch noch vor mir noch. Ach du Schande. Oh, vor ihnen aufgehört. Ah, ist das Pech. Ja, 4-4, zu wenig. Jupp, alles klar, der haut mir 10k rein und ich mach 4-4 Schaden. Jupp, alles klar, läuft. Oh, jetzt kommen die Abkommen auch noch um die Ecke. Nee. Zwei Schiffe sind für mich zu viel. Muss jetzt mal einen erstmal rausnatzen. Jawohl, Zita! Ja, die beiden wollen jetzt in B reinpushen. Dann hole ich mir C. Die beiden Kongos sind am Flüchten ein bisschen, das ist gut. Ja, ich glaube, das Rückwärtsfahren war nicht schlecht. Eieieiei. Ah, das ist angewinkelt. Jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Jawohl, ZFK, schön. Ach, der kreist so viel Angela gerade. Hier ist hinter die Insel. Au, Alter! Jawohl, schön. Oh, Mist, ich bin am Arsch. Ach, komm. Ja, pff, ja, die letzte Zeit ist eine Zita, ist klar. Eieieiei. Meine Fresse, ist das ein Krampf hier gerade, ja, ohne Witz. Glück zeigt hier der gerade mir nur Breitseite. Hui. Fährte fest. Nee, macht er nicht. Ach! Klickerschand schon wieder. Aber die Sache ist komplett abgelenkt. Oh! Ey, das war ein Krampf. Oh.
Das war ein Krampf, ey. Aber gut, ich muss sagen, ey, nicht schlecht. Ja! Rang 7, jawoll! Boah, war das anstrengend. Alter, ohne Witz, das war echt anstrengend gewesen. Unser Königsberg hat unsere T22 auch torpediert auch. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder versehentlich war. Der ist Rang 5? Bin ich denn überhaupt Rang 7 und du Rang 8? Weil du ein paar Mal keine Sterne verloren hast. Du hast deinen Rang immer behalten, immer. Ich war immer unter dir. Alter, das war ein Krampf gewesen. Aber schön. Oh, ich glaube, die eine Zitat, der hatte schon richtig eine kleine Angst gehabt, ey. Wow, wow, wow. Jawohl. Eieieiei. Ja, jetzt kommt Kampf rum Rang 5. Hast du bis so weit gekommen mit meinem gewährten Gefecht? Bis Rang 7? Aber ich denke, weißt du, was richtig cool wäre? Das ist wie echt, erstmal geschafft, wie so Rang 1, yay! Na gut, ne, okay, da gibt's nur ein bisschen Kohle, aber das war für uns das erste Mal wirklich, wie wir Rang 1 erreicht haben in diesen Jahren, was wir gespielt haben. Aber es war, also wie gesagt, es war anstrengend. Ich bin zurückgefahren. Sonst, wenn ich weitergefahren hätte, wahrscheinlich noch verloren. Aber wir sagen, das war echt anstrengende Runde. Ich denke mal, Kampf um Rang 5, wir kommen. Juhu! Und auch bis nächstes Mal. Lasst mal einen netten Kommentar, wie ihr weit gekommen seid bis Rang 1 oder was weiß ich. Wir sagen, bis das nächste Mal und tschüss. Muss tschüss sagen. Tschüss.